Guten Morgen, Freunde. Naja, es ist Freitag. Der letzte Tag der Woche. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Willkommen auf unser tägliches Adobe Live hier auf behance.net/live/de. Hallo Can und hallo besonders an dich, Max. Willkommen auf unser tägliches Stream vom Sofa. Ihr habt's gut, ihr sitzt auf dem Sofa. Nein, leider nicht. Wir hatten diese Woche nur einen Gast, der auf dem Sofa saß, und das war die Melanie gestern. Ja. Ich habe vor. Schön, dass ihr da seid. Ich glaube, ich habe vor 5 Wochen mein Sofa einfach rausgeschmissen. Ich hatte irgendwie keine Lust mehr auf dieses Sofa und habe es einfach entfernt. Aber jetzt habe ich halt keines mehr und jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich sitze. Und wo machst du deine Powernaps? Im Bett, das ist leider sehr gefährlich. Oh ja, das ist sehr gefährlich, ja. Und der Can, der ist ungewöhnlich ruhig heute Morgen. Was passiert mit dir, Can? Bei mir ist alles in Ordnung. Aber ich sehe gerade, okay. Rufus, du siehst heute anders aus mit Hut. Und Max, du hast ein bisschen Bart zubekommen. Ich glaube, die Namen sind vertauscht. Der Can spielt da rum, ha? Okay. Nein. Aber ich hoffe, es geht euch gut, liebe Freunde. Schön, dass ihr da seid an diesem wunderschönen Freitag. Wie immer haben wir ganz viel Spaß und Blödeln rum. Aber es geht natürlich auch um super coole Sachen. Deswegen haben wir nämlich den Max hier. Ne? Das ist ja alles so ein bisschen nebenbei. Ein bisschen Spaß haben muss immer sein. Aber wir wollen euch natürlich auch super coole Gäste zeigen. Und deswegen hat der Max sich netterweise bereit erklärt, heute bei uns beim Stream dabei zu sein. Falls ihr die anderen Sessions von Montag bis Donnerstag verpasst habt, dann habt ihr natürlich immer die Möglichkeit, auf behance.net/live/de oder auf unserem YouTube-Channel, auf dem adobe.de-Channel, euch die Videos anzuschauen. Und ich will auch gar nicht so viel drum herum reden. Ich würde mal sagen, vielleicht stellst du dich mal vor, lieber Max, und erzählst mal, wer du so bist, falls dich irgendjemand in dem Stream nicht kennen sollte. Aber kann ja immer mal passieren, dass so eine oder der andere mal reinrutscht, der sagt, nee, kenne ich nicht. Kannst ja mal erzählen, was du so machst. Kann ja durchaus passieren. Ich bin Max Münch, wohne in Berlin, komme aber aus Sachsen, also ihr werdet so das eine oder andere Wort von mir hören, was ihr vielleicht noch nicht kennt oder nicht versteht. Aber ja, ich mache Fotos, ich reise durch die Welt und teile meine Geschichten auf Instagram unter Münchmax. Sind die Bilder noch vertauscht jetzt gerade? Nein, alles richtig. Super, naja, dann ist ja alles eigentlich gesagt. Sehr dann schön. Macht's gut. Genau, das war's. Danke, wir sehen uns am Montag wieder, Freunde. Nein, aber auf jeden Fall super cool, dass du dabei bist, Max. Wir freuen uns schon auf das, was du uns heute zeigen wirst. Und ich würde mal sagen, auch nochmal von unserer Seite guten Morgen in die Runde. Ich sehe schon, ganz viele Leute sind fleißig am Schreiben. Deswegen, wie immer gilt, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Feedback habt, wenn ihr coole Sachen sagen wollt oder irgendwie einfach nur euren Senf dazu geben wollt, kommt auf behance.net/live/de. Da ist nämlich unser Chat. Also nicht wundern, wenn ihr jetzt irgendwie auf YouTube seid und merkt, oh, da ist jetzt irgendwie niemand, der schreibt. Der ist verlagert worden. Aber da geht's auf jeden Fall richtig ab und ich sehe schon, wir werden heute viel Spaß haben. Julia schreibt schon, geil, sächsisch. Ja, das wird auf jeden Fall. Ne klar. Wie ging das? Schönen guten Tag. Immer auf die Arme Assis. Genau. Das hast du jetzt gesagt. Ich wollte schnell da in die Runde, schnell dem Angelo, der Julia, dem Sir Ecki, der Jacqueline Hyde, Ilka Holle, hallo, Carlo, Susan, Rick, Andreas, Jürgen, Greta, wow, alle willkommen hier in unserem Stream vom Sofa. Ja, vom Sofa, aber auch wiederum nicht, aber ja, aber nein. Ja, es wird auf jeden Fall super spannend und ihr wisst ja, das ist jetzt nicht der einzige Stream, auch nicht der letzte Stream, das heißt, wir werden täglich, bis auf Samstag und Sonntag natürlich, damit ihr auch noch ein Wochenende habt, streamen. Und die nächsten Wochen werden auf jeden Fall auch super spannend, denn wir werden ganz viele coole Gäste haben, jeden Tag jemand anderen. Seid gespannt. Und heute geht es, wie gesagt, um Max und, ich verrate es nicht, du sagst es jetzt einfach selbst, und sein Thema. Moment da, hier, Thema. Muss ich kurz auf meinen... Ich glaube, Fotografie. Ich glaube, wir reden heute über Fotografie, ja. Nein, wir machen Make-up. Sehr gut. Das muss ich kurz meiner Mama zeigen, weil sie hat mir das geschenkt letztens. Das ist ja mega cool.
Eine Minikamera. Wahnsinn, oder? Wir können das ja heute verlosen, diese Wahnsinnskamera. Ich glaube, das ist die neue von Kamera. Warte. Oh, wow. Neue von Kamera, ja. Eine Originalkamera. Auf jeden Fall. Also, das ist auch mein Workhorse. Das ist, mit der arbeite ich eigentlich die ganze Zeit. Weil die Leute fragen immer, brauche ich eine große Kamera, brauche ich großes Equipment? Nee, das ist alles, was du brauchst. Das passt einfach in jede Tasche. Die beste Kamera ist die du in deiner Tasche dabei hast. Und die passt einfach halt überall rein. Ne? Kannst du die mal bitte nochmal im Make-up-Style zeigen, so mit Hand davor, damit man auch sieht, also das auch irgendwie ohne Hintergrund sieht. Ja, so, genau. Einmal umdrehen, so. Nee, du machst immer die Hand so rum und dann hältst du es davor. So? Genau. Sehr gut. Das machst du super. Ja. Du hast Talent, Max. Also falls es mit dem Fotografieren nicht mehr klappt, sag Bescheid. Wir bringen dich da mit ein paar Kollegen zusammen. Sehr gerne. Sehr cool. Entschuldigung, ein bisschen Corona. Ich habe tatsächlich einen Test machen müssen, jetzt diese Woche. Echt? Weil ich gerade noch aus Österreich gekommen bin. Und damit jemand per Flieger saß, der infiziert war, und dann musste ich getestet werden. Aber zum Glück negativ, oder darf man durchatmen? Ja. Zum Glück negativ? Nein. Nein, war nicht negativ. Gut, aber lass uns doch vielleicht mal schauen, was du uns so mitgebracht hast, weil wir haben ja nur eine Stunde, plus, minus ein paar. Ich glaube, du hast uns ganz viel zu zeigen, und ich denke mal, unsere Community ist auch super gespannt zu sehen, was du dabei hast. Keine Ahnung. Ich habe tatsächlich gar nicht viel vorbereiten können, weil ich irgendwie rund um die Uhr sowieso dran arbeite. Sprich, ich mache einfach das, was ich immer mache. Ich gehe schlafen. Genau. Just do it. Ja, nee, live von der Couch. Tatsächlich, ich war jetzt, wann war denn das? Im Januar, kurz bevor das alles jetzt hier eines zusammengebrochen ist, war ich gerade noch in Indien unterwegs. Und bin da gerade dabei, tatsächlich noch ein paar Bilder durchzuschauen und zu bearbeiten. Ich weiß nicht, sieht man jetzt meinen Screen? Ja, ist noch der Fall. Immer. Ja. Ja, genau. Und ich bin gerade einfach dabei, die Bilder so ein bisschen zu sortieren und zu schauen, was ist irgendwie wert, hochgeladen zu werden. Ne? Also keine Ahnung. Am Ende, man macht ja wie viele Fotos hier? Indien 7300 Fotos. Wir waren dort 7 Tage. Also ist doch einiges bei rumgekommen. Ich weiß nicht, wenn ihr Fotos macht, macht ihr lieber zu viel oder ein bisschen weniger? Was ist so eure Devise? Ja, können wir mal die Community fragen. Schreibt doch einfach mal in den Chat, wie das bei euch ist, an alle, die auch fotografieren. Oder auch einfach mit dem Handy knipsen. Gibt es ja auch den einen oder anderen bestimmt. Also ich kann nur sagen, von meiner Seite aus, bei so einer Durchschnittssession sind so 400 bis 600 Bilder bei mir. Aber nicht 7000. Ja. Das ist schon cool. Naja, es waren auch ein paar Tage. Und man macht ja auch viele Fotos mehrfach. Ich mache auch viele Panoramen. Schau mal hier, die Frau zum Beispiel, habe ich jetzt mehrfach auch fotografiert. Weil halt der Gesichtsausdruck mal da war, mal nicht. Aber knippst du in Serie oder machst du Einzelbilder tatsächlich? Nee, ich mache Einzelbilder, weil ich dann auch mal wieder weggehe und ne, ich verpasse dann oft relativ viel, aber ich finde es vor allem, wenn man jetzt Menschen fotografiert, finde ich es halt eher störend, wenn jemand so halt fotografiert. Ne? Das soll halt natürlich nicht so sein. Ups, jetzt hat er irgendwann mein Screen pausiert. Ja, keine Ahnung, man muss da ja ein bisschen vorsichtig sein sowieso. Und ich habe sie ja auch erst vorher gefragt, ob es überhaupt möglich ist zu fotografieren. Und wenn sie dann halt schon offen sagen, ja, klar, kannst du machen, dann möchte ich da jetzt auch nicht die Kamera ins Gesicht so krass halten. Ne? Ich guck mal gerade. Gabi sagt, lieber mehr löschen, kann man immer noch. Julia sagt, immer draufhalten. Helmut, ähnlich viel. Tanja sagt, viel zu viele. Ja. Jacqueline halt auch lieber ganz viel. Loris sagt, ich mache meistens zu viel. Christoph eher weniger dafür bewusster sehen und Markus einen Monat in Namibia gewesen mit 2000 Fotos, also ein bisschen weniger. Das finde ich gut. Den Ansatz verfolge ich tatsächlich eigentlich auch. Weniger shooten, mehr sehen, mehr erleben. Weil so eine Foto ist ja irgendwie, man macht das Foto, aber man ist irgendwie dann doch nicht da gewesen. Mhm. Das stimmt. Oft mir aufgefallen, auch bei mir selbst, dass ich halt Fotos gemacht habe und dann realisiert habe irgendwie, hey,
war ich da überhaupt? Und wie am Ende des Tages, krass, da war ich ja auch. Ups, da. Ja. Alles gut. Ja. Ja, ich fand das ja so, ich finde es ja so spannend mit der Anzahl. Ne? Am Dienstag haben wir auch die Ulla gesehen, die ja auch ihre super coolen Naturfotos macht, beziehungsweise brodelnden Naturfotos, sagen wir es so, mit 50.000 Bildern pro, ja, pro Projekt quasi. Da habe ich auch geschluckt, wo ich dachte, krass, also 50.000 ist halt auch schon eine Hausnummer. Festplatten will ich sehen. Das. Ja, aber ich meine, mit der Ulla ging es ja um sehr bewegte Bilder, wie Vulkane und Lava und so. Und da muss man wirklich... Ja, oder dann eben auch das richtige Bild, wo die eben die Steine oder die Lava oder so in der richtigen Position im Himmel sind oder ich weiß nicht was da. Das verstehe ich schon, dass die viel, viel mehr macht. Aber ich liebe dein Tipp hier, mehr erleben und weniger fotografieren. Das ist ein sehr gutes Konzept. Ja, und das Bild ist wunderbar. Ja. In Indien hat es jetzt halt nicht so gut geklappt, weil das war halt ein Job, und jetzt nicht irgendwie so aus Spaß einfach mal hin und erleben, sondern da muss halt was gemacht werden. Deswegen sind das auch, glaube ich, hier von 7.300 Bildern gehe ich auf 755 runter. Am Ende sind es halt nur 10%, die ich überhaupt dann bearbeite. Ja, immerhin. Und von denen... Das ist ja schon mal was. Ich mache das, ich weiß nicht, keine Ahnung, also jeder hat ja so seine eigenen Methoden. Könnt ihr ja auch gerne mal kommentieren, was ihr da so macht. Bei mir ist es halt so, dass ich halt... durch alle Fotos einmal durchgehe. Ich sehe jedes Foto einmal. Ich importiere auch alle. Also manche lassen die ja auf der Karte und importieren nur bestimmte. Ich kopiere immer erstmal alle rüber, dass ich sie habe. Und dann wähle ich alle aus, die ich bearbeitenswert finde. Und zwar gebe ich dem einen Stern. Das kann man einfach mit der 1 auf dem Keyboard machen. Hat man eine 1-Stern-Bewertung gegeben. Und das sind natürlich sehr, sehr viele Bilder, die dann da durchgehen. Deswegen gehe ich nochmal durch danach, irgendwie so einen Tag später oder zwei. Und dann reduziert sich die Auswahl schon mal. Und dann gebe ich 2 Sterne für alle die ich immer noch gut finde oder die zum Projekt passen. Manchmal finde ich halt Bilder gut, aber die passen halt jetzt in dem Moment einfach nicht zum Projekt. Ja. Und dann geht das weiter und so weiter und so weiter. Von 750 sind wir jetzt auf 375. Dann bleiben nur noch 49 Bilder übrig. Ja, und das war es jetzt schon. 49 Bilder sind jetzt aus diesen 7.300 übrig geblieben, die jetzt fürs Projekt... Oh, das ist aber spannend. Das ist super schön. Kannst du das bitte mal bearbeiten? Das fände ich klasse. Das hätte ich gerne mehr davon. Jetzt ist wieder da. Das habe ich in Photoshop noch mal ein bisschen gerichtet. Deswegen hat das wahrscheinlich... Haben wir gesehen, dass du es gerichtet hast, ja. Ja, das ja, war klasse. War so klasse, naturgetreu wie möglich irgendwie zu halten. Ne? Ich habe übrigens auch schon ein paar Fragen, wie genau. Genau. Ja? Genau. Nein, mach die Fragen, Chan. After you, mach es. Nein, nicht. Genau. Ich wollte noch sagen, wie immer gilt, wenn ihr Fragen habt, natürlich immer gerne in den Chat, dann gucken wir nämlich, dass wir die mit reinbringen. Bei Fotografie ist es ja erfahrungsgemäß immer ein bisschen mehr an Fragen, aber das kriegen wir alles hin. Falls wir es nicht schaffen sollten, alle Fragen oder Sachen zu beantworten, können wir nochmal schauen. Vielleicht hat der Max ja Lust, später auch bei uns in Discord mit reinzuschauen. Da geht ja unser Community-Chat 24/7 weiter. Und schauen wir mal, sehen wir dann. Aber dann hättet ihr auch da auch die Möglichkeit, natürlich eure Fragen zu stellen. Und genau, ich lese jetzt erstmal ein paar vor. Erstmal die klassische Frage an dich, Max. Equipment, wie sieht's da aus bei dir? Was für eine Kamera benutzt du? Was für Objektive? Mit was für einer Brennweite? Kann ich euch sogar zeigen. Ich habe zufällig gerade eine Kamera dabei. Nee, und ich habe viele Kameras durchgetestet und es gibt tatsächlich verschiedene, die ich nutze. Das geht halt wirklich immer darum, wofür brauche ich das? Also meine Hauptkamera ist eine 5D Mark III, Mark IV, Entschuldigung. Und habe alle möglichen Optiken da drauf und je nachdem, was ich halt mitnehme für den Job, kommt dann halt in meine kleine Box rein. Ich habe eine große Auswahl von Linsen. Ich habe jetzt keine Lieblingsoptik oder sowas, aber ich bevorzuge tatsächlich so Festbrennweiten wie 35 mm oder 50 oder 85. Weil die sind einfach schärfer und
mache irgendwie mehr Spaß, wenn der Bildlook ein, keine Ahnung, wie sagt man, wenn sich das so durchzieht, wenn jetzt nicht irgendwie einen riesigen Ultraweitwinkel hat und dann hat man so ein 300 mm Zoom-Objektiv drauf gehabt, dann ist die Bildsprache nicht mehr so konsistent. Also ich mag das irgendwie, sich auf eine Linse zu fokussieren. Mhm. Dann habe ich hier eine Olympus, die ist halt eher so die leichte Kamera, die halte ich auch gerne mal unter Wasser. Die nutzen wir auch zum Reinquatschen. Und tatsächlich nutze ich mein Telefon sehr, sehr viel. Mein Samsung, jetzt habe ich das S20 Ultra. Mhm. Weil das, keine Ahnung, ich habe da jetzt erst vor kurzem auch ein paar Bilder dazu gepostet. Krasse Kamera, braucht man tatsächlich diese beiden großen manchmal gar nicht mehr. Aber das ist halt, ne, keine Ahnung, je nachdem, was man halt will, was man braucht. Ich kann jetzt natürlich nicht mit auf den Job losgehen mit dem Samsung und am Ende wird das auf ein Plakat gedruckt auf irgendwie so 10, 15 Meter. Das ist dann schwierig, logischerweise. Aber ja, das ist das Equipment, was ich erstmal nutze. Wie sieht's denn bei dir aus mit Filtern? Benutzt du Filter? So ein Tiffenfilter oder sowas in die Richtung? Gar nicht? Nö, die gehen bei mir auch immer kaputt. Also, okay, also das ist der Grund. Okay, verstehe. Das ist der Grund. Ich habe höchstes Mal irgendwie so einen Polarizer drauf oder sowas, aber ich nutze eigentlich nie Filter. Weil das ist mir, es ist ja ein Unterschied, wie man fotografiert. Ich bin eher so ein Run-and-Shoot, oder wie sagt man? Keine Ahnung. Also ich setz mich nicht hin für eine Stunde und mache dann ein Foto, sondern ich renne halt rum. Ich bin wie so eine Bergziege, die dann von Hügel zu Hügel hüpft und dann fotografiert. Da habe ich gar keine Zeit, mich hinzusetzen. Und auch gar keine Geduld. Das finde ich schlimm. Ja. Es gab jetzt noch ein paar mehr Fragen, aber ich würde sagen, die stellen wir einfach nochmal, wenn du praktisch schon mal in deinen Projekten nochmal drin bist, weil die, glaube ich, auch Bezug haben auf deine Projekte. Ja, stell ruhig, dann können wir ja direkt da reingehen. Ja, genau, vielleicht machen wir es so. Genau. Welche hast du denn für Indien mitgenommen? Fragt Charlotte. Hallo, Charlotte. Hallo. Für Indien habe ich. Ja. Das ist war ein spannendes Projekt. Das geht jetzt erst tatsächlich im April live. Und zwar werdet ihr das dann auch europaweit sehen können. Ich sage noch nicht für wen, aber ihr werdet da nicht drum herum kommen, solange wir raus dürfen. Ne? Auf jeden Fall habe ich für dieses Projekt, hier seht ihr gerade, das ist mit 32 mm gemacht, also ich schätze, das war mein 24-70 oder 16-35. Ich habe mich relativ stark limitieren müssen auf diese Reise, weil ich, das war der Anfang einer Reise, ich bin danach von da direkt nach Bali, von da nach Japan und von da nach San Francisco und das waren alles Jobs aneinander und ich habe aber nur einen Koffer mitnehmen wollen. Und habe mich da deswegen relativ stark limitiert auf einen 70-200-28, mein 16-35, 24-70 und den kleinen Joghurtbecher, dieses 50 mm von Canon. Nice. Der es sehr, sehr günstig gibt, ich glaube 100 Euro oder sowas. Boah, das sieht aber auch schon ganz schön arg mitgenommen aus. Sowieso, mein ganzes Gear ist so, weiß ich. Wenn ich so mit Studiofotografen rede, ist es immer so, boah, ist die neu, die Kamera? Die so, nee, ist schon 2 Jahre alt. Ist auch nie, ne? Dann gucke ich so meine an und denke so, oh shit. hier fehlt auch dieses Rad und sowas und hier vorne überall Kratzer, keine Ahnung. Also, ich glaube, die müssen bei mir relativ viel durchmachen. Ja gut, aber ich meine, das ist ja halt auch dein Beruf. Ne? Die werden halt oft mitgenommen, es passiert halt viel mit denen und dann das ist dein Equipment, dein Werkzeug. Ne? Dass das mal abgenutzt wird mit der Zeit, ist ja klar. Der erste Kratzer tut immer weh. Und dann ist es so. Genau. Ist wie auf dem Handy. Der erste Sprung ist so, oh shit. Ja. kannst du uns einen Gefallen tun gleich, Max, wenn du uns nochmal deine Bilder zeigst oder auch auf die eingehst, könntest du einstellen, dass man auch die Metadaten sieht bei der Dia-Show, bei der Slideshow? Das wäre super cool. Kam jetzt auch als Frage nochmal. Also mit welcher Blende und Verschlusszeit und Co. Sieht man ja hier oben sowieso, oder? Genau, aber da haben wir jetzt quasi tatsächlich unsere drei Gesichter. Ah,
Deswegen ist es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn es dann oben links nochmal steht. Also je nachdem, wo wir dann halt sind, ist es zumindest auf beiden. Wo stelle ich denn das jetzt hier am besten ein? Weil ich benutze das ja nie. Keine Ahnung. Wo mache ich denn das dann? Das ist eine gute Frage. Bei Lightroom Mobile wüsste ich es jetzt. Jetzt muss ich mal überlegen, wie es bei Classic ist. Ich glaube, View. Du musst das hier am Ende ja einstellen können. Und das habe ich auch schon mal gemacht, aber ich weiß gerade nicht mehr wo. Vielleicht könnt ihr es mal kurz in den Chat schreiben. Ich weiß tatsächlich gerade nicht mehr, wo man es anmacht, aber genau. Dann sehen wir es bestimmt gleich. Es gibt bestimmt auf jeden Fall Leute bei uns im Chat, die das wissen. Aber jetzt können wir es sehen mit der ISO und den Informationen da. Okay, hast du jetzt ein bisschen runtergeschoben, Tim. Danke auf jeden Fall. Ich kann das auch mal ein bisschen rüber, aber wenn das so geht, dann. Naja, das passt. War schon. Ja. Und Jens sagt I drücken. Jens, danke. Bam! Guter Jens. Auch Angelo. Das wissen. Jens. I. Ja, okay. Stefan auch. Danke. Ja, I drücken. Danke euch. Siehst du, wieder was gelernt. Jeden Tag. Ich habe so meine Tassenkombination, aber ich brauche halt manche Sachen halt nie so. Keine Ahnung. Mir ist dann am Ende egal, womit ich das gemacht habe. Hauptsache es ist da, das Foto. Aber ich verstehe natürlich. Was kann man? Man kann es ausschalten und. Okay, ich verstehe. Genau. Ja, bei Lightroom Mobile geht's quasi ganz einfach, weil du nur draufklicken musst auf den Bereich und dann wechselt der so durch. Aber wird wahrscheinlich auch mit I gehen. Gut zu wissen. Dankeschön. Coole Sache. Ja, ich sag ja, unsere Community weiß viel. I für Information. Oder I für I. ISO und so weiter. ISO. Genau. ISO und so weiter. ISO. Linse. Hypertüre, was auch immer. Genau, Julia sagt auch Shortcut of the Day. Genau, nice. Das können wir eigentlich mal einführen, ne? Shortcut of the Day. Voll. Sehr cool. Ah, da gibt es so viele Shortcuts. Ja. Ja, aber cool. Dann, wie möchtest du es handhaben? Genau, erzähl weiter. Was sind denn die Fragen? Projektbezogen vor allem. Genau, also es kam jetzt ein paar, also ich hätte jetzt mal vorgeschlagen, vielleicht, ich weiß nicht, wie du das machen würdest, was man machen kann, ist zum Beispiel zu sagen, hey, du hast vielleicht 3 oder 4 Pictures, die du bearbeiten würdest und dass wir zum Beispiel die Community entscheiden lassen, was man bearbeiten könnte, also als Beispiel. Ne? Oder vielleicht hast du ja auch eins, wo du sagst, das würdest du auf jeden Fall gerne bearbeiten und das zeige ich euch jetzt mal. Oder da gab es irgendwas super cooles, wie du dann praktisch gesagt hast, okay, das Bild war jetzt an sich nicht so pralle, aber du hast super viel rausholen können, dadurch, dass du jetzt nochmal bearbeitet hast. Was auch immer du machen möchtest, mein Lieber. Na, it's your stream. Wir können ja mal was Aktuelles nehmen, das war jetzt auch Japan noch. Da bin ich dabei. Habt ihr übrigens gesehen, die Dokumentation? James May, Our Man in Japan. Superschön. Müsst ihr euch mal gucken. Richtig gut. Zeigt euch mal so die Spots von Japan, die man nicht so kennt. Die du uns jetzt wahrscheinlich auch zeigst. Sagen wir es mal so. Ja, ich war unten im Süden. Kyushu heißt das, diese Insel. Mhm. Und da war ich bei Mount Aso. So heißt dieser Vulkan. Und der ist tatsächlich aktuell sehr, sehr aktiv. Wie ihr seht, stößt krasse Aschewolken aus. Und das war einfach ein Wahnsinnsflug darüber. Wenn ich jetzt hier, warte mal ganz kurz, wuppala. Wenn ich jetzt hier F drücke und groß mache, seht ihr das? Oder pausiert dann mein Screen? Nein, das sehen wir. Ja, alles klar. Ja, das war also Wahnsinn, dieser Flug da drüber. Ah, guck mal hier, mein Hotelzimmer. Das war auch nicht schlecht. Aber wir wollen jetzt hier mit Bildern mal hier was machen. Keine Ahnung, wir können ja mal hier hingehen. Ich habe da jetzt überhaupt keine Präferenz irgendwie. So sah es halt vorher aus. Und ihr seht schon, da ist ein relativ großer Unterschied, was jetzt die Farbtemperatur und so die Farbe der Bäume anbelangt. Ne? Das ist eine Sache, die ich irgendwie schon sehr lang mache. Ich habe Herbst sehr gern, das ist leider immer nur so eine kurze Jahreszeit und die verlängere ich sehr gerne auf meinen Bildern in den Sommer hinein und mache halt die Bilder gern ein bisschen herbstlicher einfach. Wir können ja hier mal einfach
Schön. Weiß ich nicht, wir können ja irgendwann alles zurücksetzen. So. Sehr, sehr cool. Es kamen auch schon direkt zwei Fragen, die ich jetzt da in dem Zusammenhang mit reinmachen würde. Ja. Nämlich, die eine war, fotografierst du auch mitten am Tag und wie arbeitest du dann mit dem Licht? Ja, also kommt natürlich darauf an, was der Job ist. Also ich tatsächlich 90% oder 95% aller meiner Reisen, die ich in den letzten 5 Jahren gemacht habe, waren irgendwie jobbezogen und da kann ich mir halt nicht aussuchen, wie das Wetter ist, wann ich dorthin reise und was ich zu welcher Tageszeit zum Teil fotografiere. Man muss einfach das Beste draus machen und hier hat zum Beispiel, hier war blauer Himmel und ich bin dazu übergegangen, dass mir Himmel relativ egal sind. Ich habe kein Problem, wenn der Himmel überbelichtet ist. Du siehst es hier weiß. Es interessiert mich tatsächlich nicht. Für mich ist es eine Art Stilelement auch. Ich brauche keinen blauen Himmel hier hinten. Blauer Himmel schreckt mich eher ab wie heute. Deswegen bin ich auch drin. Deswegen. Nee, ja, deswegen. Ja. Der einzige Grund. Ja, genau. Ich mag halt wolkige Tage. Ich mag es halt, wenn es regnet, wenn es stürmt, wenn es dunkel ist. Das ist eher so dann, wenn ich rausgehe. Wenn es halt so krasse Sonnenschein näher, dann suche ich mir halt Orte raus, die jetzt nicht so... Hier zum Beispiel, ich bin in den Schatten gegangen und habe eher mit der Dunkelheit dort gespielt. Upsala. wir können das ja mal ganz fix hier mal anschauen, was ich hier machen würde. Tatsächlich habe ich hier gar nicht so viel gemacht. Ich habe einfach ein Preset genommen. Fertig. auch eine gute Frage. Steht ihr auf Presets? Also mögt ihr Presets? Guck mal, ich habe hier mal halt meine Presets so angelegt, die halt für manche Sachen passen. Aber natürlich viele Bilder, wenn ich halt unter Japan, kann ich jetzt kein Preset aus, keine Ahnung, aus der Mongolei nehmen, weil es passt halt nicht. Deswegen lege ich die halt komplett wieder neu an. Und das würde ich jetzt hier auch machen zum Beispiel. Aber ja, antworte mal an die Frage wegen den Presets, ob ihr da dahinter steht oder... Genau, könnt ihr aber auf jeden Fall in den Chat schreiben. Kreativität ein. Ja. Es gab noch die Frage, hast du eine bestimmte Kameraeinstellung, um die Sonnenstrahlen gut einzufangen? Ich fange sie einfach nicht ein. Gar nicht. Nee, nee, das stimmt nicht. Ich mache tatsächlich sehr gerne Fotos im Gegenlicht. Ist es hier jetzt gerade irgendwas? Okay, hier, das passt gerade nicht. Das war einfach nur ein Nebel. Finde ich gerade ein Bild. Ich versuche die Sonne immer ein kleines bisschen nur hervorblicken zu lassen, hinter einem Baum zum Beispiel, ne? Dass sie halt jetzt nicht komplett reinstrahlt. Und ich bin tatsächlich kein Freund von Sonne lacht, Blende 8. Ihr seht auch hier mit dem Foto, ich bin hier auf 2,8 und jeder Landschaftsfotograf würde sagen, oh mein Gott, mach das nicht. Aber das mache ich eben, um halt diese gewisse, ja, weiß ich nicht, um trotzdem einen tiefen Schärfe reinzubringen, auch wenn es zu hell ist. Mir ist es durchaus bewusst, dass es zu hell ist. Warum ich hier bei ISO 400 bin, weiß ich nicht. Wahrscheinlich war ich gerade drin in einem Tempel und da war es ein bisschen dunkler. Aber ich mag es, wenn es ein bisschen weicher ist, ein bisschen sanfter, ein bisschen softer. Für mich müssen da keine, wie heißen die Dinger? Ich weiß gar nicht, wie es heißt. Sonnen. Wie sagt man dazu, wenn man halt jeden Strahl dieser Sonne sieht? Sternen, oder? Sonnensternen. Ja, so dieses, ich weiß nicht, so ein Flair, nee? Nennt man das Flair? Nee, wenn das halt die Sonne wirklich so richtig krass sichtbar ist. Teletubbies. Teletubbies was? Die Teletubbies-Sonne. Ja, stimmt, genau die. Ich habe letztens übrigens ein Bild von dem Baby gesehen, wie es jetzt aussieht. Na, echt? Das, ist ja schon 20 Jahre her oder so, ne? Also das ist ja schon eine junge Dame. Hm. Auch ein guter Punkt. Wer kennt noch Teletubbies? Oder wer hat sie aktiv angeschaut? Genau. Mal so ein Und da sind noch ein paar Fragen vom Volker. Der fragt, wendest du bei jedem Foto beim Import immer ein Default-Preset an? Nein. Frage. Nein. Die importiere ich so roh, wie sie reinkommen. Weil ich möchte sehen, was ich habe an Bildinformationen, weißt du. Los, und dann gehe ich halt. Genau.
Und die Kathi fragt dich, machst du aus einem 2-Stern-Bild dann ein 4-Stern-Bild in Lightroom oder nur Best of the Best? Ich schaue halt, was... Also bei mir haben die Sterne dann insgesamt auch eine andere Bedeutung. Also 3 Sterne ist bei mir so das Höchste, was jetzt die komplette Auswahl betrifft. Und dann kommt es darauf an, was ich damit mache. 4 Sterne ist meistens die finale Auswahl für den Kunden des Projekts. Und 5 Sterne, das sind meist dann nur so 2 Bilder pro Projekt. Das sind die dann auf Instagram landen. Ah, okay. Da bin ich, glaube ich, sehr, sehr selbstkritisch. Und die letzte Frage hier vom Angelo. Wie machst du on Tour deine Datensicherung? Kann ich euch mal zeigen, ich habe diese SanDisk-Dinger. Die sind mega, die können auch runterfallen. Sind super schnell, passen mega viel drauf und sind halt sauklein. Sehr, sehr klein. Ich mache halt jeden Abend, setze ich mich hin und ziehe die Bilder rüber, manchmal auch tagsüber im Auto oder sowas. Jetzt ist es gefährlich, weil ich habe mir gerade so einen neuen MacBook gekauft und die sind halt, da passt halt echt viel drauf. Da musst du echt gucken, dass du keinen Kratzer drauf kriegst, ne? Weil sonst zieht er vorbei. Ja. Ey, ich habe schon so viele Kratzer drauf, weil... pass auf, ich habe mir so eine, erster Tag, ich habe mir sofort eine Hülle gekauft. Schön die Hülle drum und immer und ne, Wahnsinn. Und auch hier mit so zum Screen-Schutz da ne, zwischen Tastatur und Bildschirm. Ja. Und dann mache ich das Ding zu und mache das wieder auf. Ist alles voller Kratzer, weil dieser Reißverschluss da drunter nicht gepolstert ist. Und ich sage, nein! Scheiße. Erster Tag. Das ist natürlich schlecht. Ja, aber die kleinen Dinger sind auch cool. Ich habe da auch so eine zu Hause. Die sind natürlich ein bisschen teurer als die normalen. Muss man natürlich... aber halten auch länger. Man kauft sich diese Festplatten permanent nach. Es gibt auch mega praktisch, sind diese Dinger. Die sind halt leicht ein bisschen größer, ne? Auch wesentlich schwerer. Es ist so eine My Passport Wireless SSD. Also SSD, ich habe keine Harddrives mehr. Alles SSDs. Von WD oder was? Genau, weil hier kann man nämlich auch SD-Karten reinstecken und die direkt, ohne irgendwie einen Computer dabei haben zu müssen, speichern. Und dann hast du die hier auf dem Ding. Du kannst dann natürlich von hier aus auch mit dem Handy drauf zugreifen und die Bilder direkt über internes WLAN rüberziehen. Geil. Mega. Mega praktisch. Das heißt, er macht einen automatischen Ordner und zieht dann praktisch die Karte komplett rüber oder kannst du das vorher einstellen? Du steckst das rein und du hast das vorher quasi determiniert, wie was importiert werden soll. Ah, okay. Dann packst du die rein und dann macht es einen neuen Ordner und dann hast du alles Not da. Not bad. Loris fragt, wenn du fotografierst bei Landschaften oder anderen, hast du dann immer ein Hauptmotiv, um das sich alles dreht oder fotografierst du manchmal auch ohne Hauptmotiv, also rein nach Gefühl? Das kommt halt jetzt wirklich wieder drauf an. Also, wir können es mal an Japan zum Beispiel sagen. Ich bin nach Japan gereist für das Tourism Board. Habe natürlich vorher recherchiert, wo geht's hin, wo will ich hin und was sind so meine Bilder, die ich erwarte, die ich safe habe und posten kann für den Kunden halt. Ne? Das ist halt immer die Erwartungshaltung für den Kunden und meine eigene Erwartungshaltung. Ich bin eher so, ich will die Dinge entdecken, die noch nicht da sind, die noch nicht im Internet sind, die eben noch nirgendwo geteilt worden sind. Das ist eher so das, wonach ich suche. Mhm. Aber der Kunde möchte natürlich, kommt auf den Kunden jeweils drauf an. Und da habe ich mir 2 Motive tatsächlich zurechtgelegt gehabt. Das war dieses Motiv, habe ich mir überlegt, mit den beiden, die da vor diesem Wasserfall sind. Der Wasserfall ist mega, mega schön dort. Und habe alles daran gesetzt, dass wir da hingehen und so ein Bild kriegen. Und der zweite war tatsächlich den Vulkan. Ich habe den nur von oben gesehen bei Google Maps, dachte, geil, da kann man bestimmt irgendwie mal mit der Drohne oder so drüber. Letztlich haben wir es dann arrangiert gekriegt, dass wir einen Helikopter am Start hatten, was halt auch eine riesen Überraschung für mich war. Und der an dem Tag noch so sehr aktiv war, dass es einfach wahnsinnig schöne Bilder geworden sind. Und Bilder, die man halt nicht wirklich jeden Tag sehen kann. Ne? Ist das die James Bond Insel, wo die
Weißt du? Nee, also, leider nicht. Nein? Die ist noch weiter südlich. Die ist noch weiter südlich. Aber alles drumherum, also ich mag zum Beispiel, da ist das ja halt dann halt das Hauptmotiv, ne? So. Aber mir ist es wichtig, eine Story zu erzählen, also alles drumherum zu zeigen. Was gibt es dann noch? Was passiert denn dahinter? Und zum Beispiel, keiner weiß, dass davor halt ein riesiger Wald ist mit unfassbar schönen Bäumen. Schön. Und das war halt ein Sonnenuntergangslicht und das war einfach absolut Wahnsinn, was es da noch so zu sehen gab. Und eben auch so Behind-the-Scenes-Sachen mag ich tatsächlich persönlich sehr. Mehr als, die geben mir mehr als so ein Hauptmotiv. Aber ja. War Wahnsinn, das schön. So mal so live zu sehen. Zum Thema Vulkane, was wir ja vorhin auch hatten. Mhm. genau. Geil. Aber du arbeitest auch viel mit Drohnen, ne? Ja, tatsächlich. DJI, ich arbeite mit DJI schon relativ lang zusammen. Ich glaube, seit 2017 arbeiten wir zusammen. Sehr cool. Wie ist das, du hast ja dann natürlich auch in jedem Land andere Einschränkungen, ne? Muss man sich dann vorher da informieren oder kann man das irgendwie auch on the go machen? Wie machst du das? Also wenn du jetzt nach Japan gehst, ich weiß nicht, wie sind da die Regulierungen für Drohnengebrauch? In Deutschland musst du so eine Plakette haben. Genau, die ist auch bei mir dran. Du musst auch eine Versicherung dafür haben und wenn du halt kommerziell fliegen möchtest, musst du sowieso noch einen Nachweis haben, dass du eine kommerzielle Nutzung diese Drohne halt hast, wenn diese Bilder dann irgendwo genutzt werden sollen, in der Werbung zum Beispiel oder für den Kunden oder sowas. Also da ist man relativ strikt tatsächlich international. Gibt überall Einschränkungen, Abstriche, die man machen muss. Ich konnte zum Beispiel meine Drohne nicht mit nach Tansania nehmen, die wurde mir am Flughafen abgenommen, habe sie danach wiederbekommen. Weil logischerweise, die haben Angst, dass man dann halt in im Nationalpark fliegt oder sowas. Das ist halt sowieso eine Sache, die nicht geht. Also man muss sich damit beschäftigen im Vorfeld und DJI hat ja noch mit eingebaut, diese wie sagt man, habe ich die Erlaubnis, da zu fliegen? Ja, nein, vielleicht. Also per GPS-Check quasi. Genau, richtig. Und das ist nochmal der letzte Check. Und dann am Ende zählt es halt, was vor Ort gesagt wird. Es tut manchmal weh, nicht mit der Drohne fliegen zu können, aber man sollte sich bitte, bitte dran halten. Wo nicht geflogen werden darf, soll nicht geflogen werden. Das ist ganz einfach so. Ist ja auch verständlich. Ne? Manche Sachen müssen einfach geschützt werden. Oder, ne? Also ich weiß noch, der Sean war mal bei uns, Sean Boo. Und als er diesen Star Wars Film gedreht hat, beziehungsweise seine Fanfiction sozusagen, hat dann auch erzählt, dass sie dann im Taunus waren im Wald und dann Drohnenshots machen wollten und dann aber auch erst kurz vorher irgendwie gemerkt haben, oh, in der Nähe ist irgendwie so ein Militärstützpunkt oder sowas, direkt so nebenan mit Panzern und so. Und die hat dann auch Angst, dass sie dann praktisch direkt anrücken. Und dass es irgendwie, dass es für eine Spionagedrohne gehalten wird oder sowas. Ne? Da muss man echt aufpassen. Ne? Ja, das ist richtig. Da muss man richtig aufpassen. Ja, cool. Ja, aber vielleicht, genau, du hast ja eben schon mal angefangen. Vielleicht gehen wir nochmal zurück auf die Bearbeitung. Und wie gesagt, wenn ihr Fragen habt oder einfach auch ein bisschen quatschen wollt, kommt auf behance.net/live/de. Da ist nicht nur der Stream, sondern auch unser Chat. Und ihr habt natürlich immer die Möglichkeit, da mit uns zu fungieren. Wenn ihr lieber auf YouTube bleiben wollt, ist das natürlich auch kein Problem. Dann habt ihr da überhaupt nichts zu befürchten. Ne? Und ich bin sehr gespannt, weil Japan ist so ein Ding, ich glaube, da werden sich viele auch mit verbunden fühlen. War auch schon einmal in Japan, sehr, sehr schönes Land, ja. Also wirklich. Ein absoluter Traum. Also ich war zum zweiten Mal jetzt da, in einer ganz anderen Ecke, aber ich liebe vor allem das Essen. Oh, ich habe überlegt, da Foodblogger zu werden, als ich da war. Aber mein Problem ist halt, kennt ihr vielleicht, das Essen sieht so gut aus, das kann einfach nicht warten, bis es gegessen wird. Also ich verpasse leider immer diesen crucial Moment, kurz vorher ein Foto noch zu machen. Das ist dann leider schon immer weg, das Essen. Und dann, jetzt hätte ich doch mal ein Foto machen sollen. Schade. Ja, was geil. Und die Annika, also die Annika im Chat fragt dich, machst du trotz der Helligkeit wie bei dem Baumbild eine Tonwertkorrektur, um eventuell für den Druck keine ausgebrannten Stellen, sondern noch Struktur beizubehalten? Genau, und also danke für den Talk.
Genau, Druck ist sowieso nochmal was ganz anderes. Also ihr seht ja hier schon, das sind alles ausgebrannte Stellen. Ne? Die müssen dann logischerweise runtergezogen werden, aber dann, das mache ich sowieso alles in Photoshop, also da konvertiere ich das sowieso in CMYK und es kommt wirklich auf das Material drauf an, worauf du druckst, ob du das Bild nochmal aufhellen solltest oder weniger. Da sind nochmal relativ viele Anpassungen tatsächlich nötig. Upsala. Aber es hilft, also ja, keine Ahnung, das ist natürlich sehr, sehr ausgebrannt. In manchen Fällen ist es mir tatsächlich relativ egal. Es macht auch keinen Unterschied für den Druck, ob das jetzt weiß ist oder weiß. Bei gewissen Sachen, also wenn es wirklich auf jedes Detail ankommt, ist es natürlich wichtig, da genau hinzuschauen und diese ausgebrannten Stellen auch ein bisschen zu korrigieren. Dahingehend, dass es eben nicht weiß ist und auch keine irgendwelche Ränder gibt, die irgendwie entstehen könnten, weil eben was ausgebrannt ist und dann geht erst die Farbe los. Da muss man natürlich genau drauf achten. Und Max, du hattest mir vor dem Stream gesagt, du wolltest noch auch von einem Training-Projekt reden, das du gerade machst, oder ist das was, worüber du reden wolltest oder nicht? Ja, wir können drüber reden, weil ich mache ja so eine Talks, wie wir jetzt gerade machen, mache ich eigentlich nie. Ich rede wirklich nicht gern oder nicht häufig und auch nicht gern vor der Kamera. Aber ich habe mir jetzt im letzten Mai einen ganzen Monat Zeit genommen und habe dort eine komplette Masterclass gemacht. Ich zeige euch das mal. Mhm. Wo kann ich denn jetzt? Die Max Mönch Masterclass. Genau, warte mal. Kann ich denn jetzt hier? Warte, ich gebe euch mal einen anderen Screen frei. New Share. Und zwar gehen wir jetzt mal hier hin. Seht ihr das? Da habe ich jetzt, ich habe das, pass auf, ich muss euch zu dem Projekt was erzählen, weil das ist irgendwie so abgespaced und man blickt es gar nicht erst auf direkt auf Anfang, ja, vom Anfang an. Ich hatte so zwei Probleme. Erstens, ich liebe die Mongolei, kann aber irgendwie nicht jeden dorthin bringen. Ich mache dort schon Workshops und die laufen auch immer sehr gut, sind innerhalb von ein paar Stunden immer ausverkauft. Aber ich kann ja nicht immer jeden dorthin führen. Ne? Und das Zweite war, auch intern sozusagen, ich möchte halt gerne mit Leuten fotografieren besser beibringen. Und weil mir macht das einfach Spaß. Ich habe sogar überlegt, Lehrer zu werden. Damals. Hm. Vor 10 Jahren, cool. Weiß nicht. Eigentlich ist es nicht eingetreten. Und wollte diese beiden Probleme lösen und habe eine Firma gegründet, nennt sich Follow the Tracks, die tatsächlich anbietet, das ist eine Reisefirma, also jeder kann dort in die Mongolei reisen jetzt, allein, selbstständig mit einem Mietwagen, so einem 4x4 und kann dort eine vorgefertigte Route von mir fahren, die an meinen Lieblingsstellen vorbeifahren. und aber der Clou dahinter ist, dass ich an diesen Stellen eben diese Masterclass gefilmt habe, sodass jeder, der dort reist, auch zusätzlich noch seine Fotografie-Skills irgendwie verbessern kann, wenn er das denn möchte. Weil jeder macht im Urlaub Fotos, vor allem wenn man zum ersten Mal irgendwo ist, macht man halt tausende Fotos. Und warum nicht dran sich hinsetzen und die versuchen irgendwie besser zu machen? Oder? Und habe dann eben diese Masterclass gemacht und habe an jedem Ort, wo ich war, gefilmt, wie ich das fotografiere und so weiter. Habe aber noch viel, viel mehr dazu gemacht. Also ihr seht hier, 40 Videos habe ich erstellt. Das komplette, wie bereite ich das vor, Location Scouting, was ist meine Ausrüstung? Also das, was ich jetzt gerade euch in so einen kleinen Sneak Preview gegeben habe, aber eben halt wirklich, das geht in die Tiefe und ich erkläre, warum ich mache was. Und ich kann nicht mehr reden, merkt ihr das? Warum ich mache was und ich scrolle runter und dann, ich habe das hier versucht, auch so in so einem cinematischen Stil irgendwie zu halten. Also es geht wirklich viel um Storytelling bei mir in der Masterclass. Mhm. Viel um Lightroom. Hier ist ein riesiges Editing-Sektion. Also wie sortiere ich meine Files? Das mache ich wirklich eine halbe Stunde lang, erkläre ich das. Wie gehe ich mit Presets um, Lightroom Essentials? Und so weiter. Und ein riesiges Business-Modul auch noch. Also wie habe ich jetzt mein komplettes Geschäft aufgebaut? Und wie kann das jeder andere auch machen? Und deswegen wollte ich das euch sagen, das ist nämlich noch nicht live. Also es ist schon live, aber keiner weiß davon, bis auf jetzt wir hier in diesem Chat. Es gibt jetzt eine kostenlose Trial-Version davon.
Die besteht aus sechs kostenlosen Videos, die man sich da reinziehen kann. Und kann man einfach mal testen. Hier seht ihr, welche ich gemacht habe. Hier sechs Videos. Location Scouting, Drohnenfotografie, wie ich den Sandsturm in der Wüste Gobi überlebt habe, File Management und ich erzähle über meine zehn größten Fehler. Also ich höre jetzt mal auf mit Reden, ihr macht das jetzt mal, ne? Ich kann ja nicht mehr. Alles gut, hast du das super gemacht. Ja, ich habe euch den Link auf jeden Fall in den Chat gepostet, da habt ihr die Möglichkeit, euch das mal anzusehen. followthetracks.courses und dann kommt einfach ihr mal rein schon auf die Übersichtsseite. Kostet nichts. Sehr, sehr cool auf jeden Fall. Kostet das fast gar nichts. Das kostet fast gar nichts. Klar, genau. Also die Leute fragen immer her, aber dann kostet es ja doch was. Also na klar, die Pro-Version kostet natürlich was. Kostet 297 Euro. Aber das Ding ist halt, ich habe dort 6 Monate meines Lebens investiert und habe sehr, sehr viele Ausgaben vor Ort gehabt, logischerweise. Und es ist unfassbar viel Wissen, was ihr auch irgendwo auf YouTube bestimmt irgendwo findet, aber nie wirklich so geballt. Und wir haben jetzt eine Facebook-Gruppe, wo wirklich jeder, genau was wir jetzt halt machen, auf Facebook, jeder kann seine Arbeiten posten und ich gebe halt meinen Senf dazu und ihr könnt euch gegenseitig kritisieren und verbessern. Also ich glaube, das ist ein ganz cooles Programm und mit Presets und allem drum und dran. Sehr, sehr cool. Das ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema und solltet ihr euch auf jeden Fall reinziehen, wenn ihr sagt, dass euch das interessiert und dass ihr das sowieso schon immer machen wolltet. Genau, Link findet ihr, wie gesagt, im Chat. Sehr cool. Es kamen jetzt noch ganz viele Fragen. Ich komme gar nicht mehr mit, weil immer so viele Fragen zum Thema Fotografie kommen. Also falls ich mal irgendwie oder der Rufus und ich die ein oder andere überlesen haben, dann tut es uns leid, bitte gerne nochmal posten. Oder wie gesagt, im Notfall, falls es nicht mehr reichen sollte, könnt ihr den Max natürlich auch auf Instagram anschreiben. Oder genau. Vielleicht auch auf Discord, schauen wir mal. Genau. Übrigens, Sebastian ist auch da, Sebastian Linder, und sagt auch liebe Grüße. Hi Sebastian! Yeah, Sebastian, der Sebastian, beste Mann. Den hatten wir auch schon mal bei Adobe Live. Ne? Kennt ihr bestimmt auch, ja. Unser Video-Pro. Wir müssen mal wieder einladen. Keine Ahnung, was der gerade macht jetzt, an welchen Projekten er arbeitet. Ja. Er ist so ein Arbeitsteam, macht auch seine Mann. Musik selber mega. Er ist überall und irgendwo, der Mann. Ja, Jens sagt auch, Mongolei ist ein fantastisches Land, war vor circa 15 Jahren auch schon mal dort für 6 Wochen mit meiner damaligen mongolischen Freundin in Gobi, Karakorum, extreme Erlebnisse dort. Ja, aber dann warst du noch nicht im Altai-Gebirge, im Westen, da wo die hohen Berge sind, ich habe jetzt kein anderes Bild, aber ihr seht das ja. An dieser Stelle sollte ein Bild sein, da. Ja, genau. Nee, aber Mongolei ist ein absoluter Traum für alle, die irgendwie so das Weite lieben und wirklich mal Abenteuer erleben wollen, weil die Reise ist halt so gebaut, dass du wirklich campst, irgendwie so fast die Hälfte der Zeit oder mehr als die Hälfte der Zeit bist du halt mit einem geilen Camper unterwegs. Oder auf Pferden. Das machen oder auf Pferden. Mhm. Und Kamele, genau, richtig. Ja. Ja. Könnt ihr reiten? Auf Kamele, meinst du? Nee, insgesamt, Kanäle, genau, auf Kamele. Ja. Auch schon die ganze Zeit. Nee, also ich reite gerne mal auf Rufus Kopf rum, aber ansonsten noch nicht. Angelo fragt übrigens, bevor es jetzt untergeht, sage ich jetzt nochmal, der arme Angelo hat schon bestimmt 3-mal gefragt, ob du mit einem MIDI-Controller arbeitest. Für die Bildbearbeitung? Nein. Ich habe früher Musik gemacht. Oder was heißt früher? Ich mache immer noch Musik. Da arbeite ich mit MIDI-Controllern, aber nicht bei der Bildbearbeitung, weil ich versuche mein Setup halt, ich bin halt permanent unterwegs und versuche halt mein Setup die ganze Zeit so klein wie möglich zu halten. Und jedes zusätzliche Gramm ist dann eher störend als irgendwie positiv. Viele können ja mit diesem Mauspad nicht arbeiten, aber selbst auf Photoshop, ich kann so kleine Dinge irgendwie machen. Es geht, man braucht nur die Übungen und ich kann zum Beispiel mit diesen riesen Tablets, ich kann damit nichts mehr anfangen. Die sind zu groß, es sind zu viele Möglichkeiten. Ich muss das ganz klein irgendwie so. Du musst dir mal hier die Kombi mit Lightroom Mobile und Photoshop fürs iPad mal angucken. Vielleicht ist das ja was für dich für on the go.
ihr habt da kein iPad. Ja, da musst du dir eins zulegen, also hier. Yeah. Tausche. Das ist eine Sache mehr im Koffer, Chan. Ich verstehe genau, was da Max ist. Wieso? Dann brauchst du doch kein so Laptop wenig mehr. Wie möglich. Nein, den Laptop braucht man noch immer. Ihr müsst es für Samsung machen, Leute. Für Android. Weil sonst kann ich es nicht nutzen. Wann kommt denn das für Android? Tja, gute Frage, nächste Frage. weiß ich tatsächlich noch nicht. Das Ding ist natürlich immer mit Android und iOS, es werden ja viele Apps zuerst für iOS entwickelt, weil du halt einfach schneller in den Markt kannst bei der App-Entwicklung. Bei Android musst du natürlich immer gucken, du hast hunderte von verschiedenen Handymodellen und die müssen natürlich auch bedient werden, auch inklusive iPads, beziehungsweise Tablets und ja, das ist eine gute Frage, kann ich dir leider noch nicht beantworten. Nee, vor allem bei Photoshop ist das natürlich ein riesen Programm, eine riesen Maschine, die dahinter steckt. Ja. Aber zeig uns noch ein paar schöne Bilder, Max. Genau. Und vielleicht nochmal, wenn du schaffst, ein Quick Edit. Das finde ich mal ganz cool. So, make it in 3 minutes. Kriegst du ja bestimmt hin. Wo wollt ihr denn erstmal hinreisen? Sag mir mal einen Kontinent. Afrika, Asien, Europa, Afrika. Nordamerika, Südamerika. More. Ja, könnt ihr euch auswählen? Ist das Mars und Jupiter, Venus? Ich habe seit kurzem, schon eine Weile jetzt einen Server und da habe ich halt alle meine Daten drauf und kann jederzeit drauf zugreifen, auch in Lightroom, ohne irgendwie eine Festplatte anstecken zu müssen. Das ist ganz, ganz geil. Das geht hier quasi wirklich nur über meinen Server. Seht ihr schon, sind fast 30 Terabyte. Die da drauf sind. Aber ich habe noch nicht alles synchronisiert. Zum Beispiel Afrika ist noch relativ leer. Da kommen noch ein paar Sachen dazu. Europa auch. Ne, Europa ist, ja, habe ich fast alles schon gemacht. Ja, wo gehen wir mal rein? Wir können ja mal nach Georgien gehen. Georgien gehen wir mal nach. Also im Chat sagen ganz viele Japan. Ja, Lissabon wurde auch nochmal genäht. Afrika. Na dann, pass auf, dann bleiben wir einfach hier in Japan. Das ist doch auch in Ordnung. Japan. Was gucken wir uns denn hier mal an hier? Hier seht ihr ja schon so einen gewissen Edit. Jetzt bin ich aber überfordert, so schnell so mal was zu machen. Ja. Nee, Quatsch. Pass auf, wir gucken uns das hier einfach mal an. Ist das erstmal scharf? Ja, das ist scharf. Damit kann man arbeiten. Ist riesig, dieses Ding. Hier seht ihr, das ist irgendeine Station. Ein Camp, hä? Ja, das ist ein Haus, das ist ein zweistöckiges Haus. Wow. Also, Leben am Limit, Freunde. Leben schon, am Limit. Schon krass. Ja. Auf jeden Fall. Was ich jetzt hier machen würde, ihr seht schon, hier ist eine riesige Vignette drumherum, das ist durch die weite Linse und dadurch, dass ich das relativ offenblendig hier mit einer 4.0 gemacht habe. Was ich relativ oft am Anfang mache, ist, ich schaue, ob es sich lohnt, tatsächlich das hier einzustellen. Also mit dem Profil kann man hier die automatische Lens Correction oder Profile Correction einstellen. Ich muss immer sagen, ich mag Vignette. Deswegen lasse ich es tatsächlich häufig auch so. Oft korrigiere ich das und mache dann noch eine zusätzliche kleine Vignette drumherum. Seht ihr den Unterschied? Man hat jetzt das ein bisschen entzerrt und die Vignette ist jetzt nicht mehr so stark, aber es schließt so ein bisschen ab. Es gibt irgendwie ein runderes Gefühl. Keine Ahnung, das ist so meine persönliche Meinung. Was ich jetzt hier mache, ich gehe tatsächlich meistens von oben nach unten durch. Die fasse ich relativ spät erst an. Exposure ist für mich okay, weil man sieht hier alle Details im Himmel, man sieht alle Details hier unten. Man könnte jetzt ein bisschen mit Kontrast arbeiten. Mache hier Kontrast und dann gehe ich bei der Clarity meist ein kleines bisschen runter, so -4 oder sowas. Es macht so einen merklichen Unterschied so in der Schärfe, so gefühlt. Ich mag es nicht, wenn die Bilder so unfassbar scharf sind. Also so, das ergibt einen geilen Effekt. Es sieht alles unfassbar dramatisch aus, aber ich mache es lieber punktuell so, wo es nötig ist. Also hier gehe ich im Allgemeinen ein bisschen runter und würde später dann mit dem Brush-Tool hier zum Beispiel einzeichnen, hier jetzt relativ grob, dass ich diese Wolke noch ein bisschen dramatischer haben möchte. Das ist eher so mein Approach. Was ich jetzt hier mache, normalerweise mache ich das relativ spät erst, aber jetzt bei dem Bild kann ich nicht viel anders machen. Ich mache
Crop. 16 zu 10 mag ich relativ gern. Vielleicht begradigen wir das Ganze noch. Aber jetzt ist sowieso die Frage, was ist denn hier gerade? Weil das ist eine Wolke, die geht hier so hoch. Ist irrelevant jetzt für dieses Foto. Ich spiele hier so ein bisschen rum. Ich brauche nicht wirklich viel machen an der Belichtung hier, weil die ist eigentlich schon in Ordnung. Das Einzige, was ich machen würde, ist ein bisschen den Kontrast im Weiß hochbringen. Man sieht schon einen kleinen Unterschied. Mhm. Die meisten Änderungen sind sowieso immer relativ simpel. Vibrance gehe ich meistens runter. Die meisten Leute gehen hoch, ich gehe damit runter, weil ich mag es eben so. Es ist natürlicher, keine Ahnung. Keiner sieht so die krassesten grünen Farben draußen aus, das ist krass grün. Aber ich nehme lieber ein bisschen Farbe weg. Das ist ein Tool, was ich relativ viel nutze, aber auch sehr, sehr geringe Änderungen mache. Also ich gehe hier ein kleines bisschen runter meistens in den Schatten, hole dann aber diese ganz tiefen Tiefen wieder hoch. Also ich mache hier mehr Kontrast rein. Upsala. Cutte aber, bei dem Bild ist es nicht so erheblich, aber ich diese ganz schwarzen Schwarzer hier, man sieht es nicht so ganz. Ich hole das ein bisschen wieder heraus. Dass es eben ein bisschen matter ist. Das ist so dieser manuelle, kann man auch nicht sagen. Dieser ist ein Bildlook irgendwie. Bei Moody-Bildern macht das einen Unterschied, ob das jetzt krass schwarz ist und weiß ist oder halt, ob das ein bisschen matter wirkt. Hier würde ich jetzt nur was am Himmel machen. Ich mag den Himmel blau ja nicht so. Würde ihn jetzt eher so ins Grüne ziehen. Jetzt haben wir aber ein krasses Sonnenuntergangslicht gehabt. Ne? Was ich mache ist, ich gehe hier raus, halt hier hin und würde jetzt mit diesem Tool nochmal nachvollziehen wollen, wo denn die Sonne so herkam. Und die Sonne kam halt von hier aus dieser Richtung. Blablabla. Und würde dann hier eventuell noch ein bisschen einzeichnen, okay, hier kommt es jetzt sehr, sehr dramatisch schon rüber, diese Änderung. Bisschen rötlich. Bisschen so einzeln. Und dann kann ich auch noch mal leicht arbeiten mit den Details, die hier so rauskommen, auch aus diesem kleinen, kann man das hier gut sehen. Schau mal, hier unten sind so viele Details, die man nicht sieht, wenn man sie nicht wirklich hervorhebt. Was mich jetzt hier ein bisschen stört, ist diese, dass es so hell hier ist an dieser Seite. Auf der, ich kann ja auch so machen, an dieser Seite. Also würde ich jetzt hier anfangen, so mit ein bisschen Gradient zu arbeiten, hier ein bisschen was runterzuziehen. Gar nicht mal, um das Blau wirklich hervorzuheben, sondern einfach nur, ich kann auch ein bisschen das hier rausnehmen, um das Bild ein bisschen besser aufzuteilen. Man muss ein bisschen nochmal nachcroppen. Jetzt sehe ich es nämlich, jetzt will ich das doch so ein bisschen gerade haben. Wenn es ganz zu viel ist, nehme ich es einfach weg. So. Und schon ergibt das Bild für mich ein bisschen mehr Sinn. Jetzt gehe ich hier in diese ganze Saturation und Hue-Sachen rein und spiele einfach oft ein bisschen rum. Das ist zu grün, das wäre jetzt schon wieder ein bisschen zu rot, aber mir fehlt noch so ein bisschen diese Farbtouch hier drin. Also add ich doch noch ein bisschen diese Orangetöne da rein. Schau auch, dass ich das hier ein bisschen heller hinkriege. Was ich sehr, sehr gerne mache, um dieses Blau wegzukriegen, ist, gehe ganz runter in diese Kamera Calibration und ziehe diesen blauen Primary so ein bisschen rüber zur linken Seite. Wenn man das zu sehr macht, tut's weh. Und die andere Richtung auch. Aber so ein kleines bisschen hier nach links ziehen. Dann wird der Himmel, seht ihr das schon, ein bisschen grüner und alles andere wird ein bisschen roter. Das muss ich jetzt logischerweise wieder korrigieren. Jetzt mag ich nämlich auch dieses Ding nicht mehr. Dass das jetzt so reinknallt. So ein bisschen heller machen. So, wieder Clarity rein. Und nur ein kleines bisschen in diese Farbe. Ich mag halt nicht Bilder zu verfremden farblich irgendwie, außer es geht um Bäume. Ich gestehe, da mache ich sehr gerne Herbst draus. Aber sonst
bin ich da relativ ja klassisch unterwegs. Ihr seht schon, es ist eine Dramatik jetzt hier reingekommen in das Bild. Das ist natürlich jetzt nicht fertig und hier hinten ist noch mir zu lila und alles. Aber es ist eine Dramatik reingekommen. Es ist eine gewisse Farbe mit reingekommen, eine gewisse Farbstimmung. Man könnte jetzt hier noch nicht wirklich ein bisschen irgendwie das machen. Aber wichtig ist halt nicht zu viel machen, immer halt wirklich dann gucken, wo kann man so die Details rausarbeiten. Hier unten nochmal ein bisschen reinmalen, so ganz grob jetzt würde ich so nie machen, um das jetzt so ein bisschen zu illustrieren, den Text schon ein bisschen reinbringen oder eben mehr Kontrast über die Clarity. Marcel fragt, das Coole mit das Coole mit Lightroom ist natürlich, dass alles, was man macht, ist non-destructive. Also das Originalbild bleibt immer da. Ja. Mhm. Bis man es nach Photoshop schickt. Oder non-destructive. Non-destructive. Genau. Marcel hat nämlich auch eben noch gefragt, wegen dem Qualitätsverlust, das war das, was du gesagt hast, Rufus. Helmut hatte eben noch gefragt, die Frage hatten wir jetzt noch gar nicht gestellt, ob du auch mit Bridge arbeitest, beziehungsweise ob das auch so deine Anlaufstelle ist. Nee, gar nicht. Also tatsächlich nicht. Ich habe mit Photoshop 7 damals angefangen. Ich glaube nicht, dass es damals schon Bridge gab, oder? Gab es da schon Bridge? Bin mir gerade nicht sicher. Ja, stimmt. Ja, Bridge gibt es schon ziemlich lange her. Und dann wurde es irgendwie vergessen und jetzt plötzlich ist das wieder wichtig, weil es einen schnellen Zugang zu Metadaten gibt und Previews und solchen Sachen. Und die Ulla Lohmann zum Beispiel am Dienstag, die macht die ganze Arbeit anstatt mit Lightroom, mit Bridge und macht der Kamera RAW auf, macht die Korrektur und so. Ist halt eine andere Arbeitsweise. Aber wie gesagt, whatever works. Das finde ich spannend, dass jeder so seine andere Arbeitsweise hat und es gibt so viele verschiedene Wege, das gleiche Ergebnis zu erzielen. Das finde ich bei Adobe so cool. Jeder kann machen, wie er das will. Sorry, du wolltest gerade was sagen. Ja? Alles gut, kein Stress. Es ist die Latenz. Man fällt sich immer unbewusst ins Wort. Ich wollte nur sagen, falls ihr den Stream verpasst habt von der Ulla zu Bridge, könnt ihr einfach hier runterscrollen, wenn ihr auf Behance seid, da findet ihr den unter dem. Ich glaube, wo hast du ihn reingesteckt? Unter Fotografie? Ja. Ja, unter Fotografie das allererste. Oder wenn ihr auf YouTube seid, könnt ihr natürlich auch die Videos durchforsten bei uns auf dem Adobe.de-Channel. Alle Videos habt ihr, alle Streams habt ihr im Nachgang natürlich immer zur Verfügung. Das heißt, wenn ihr mal kurz weg müsst oder einen Stream verpasst habt, könnt ihr euch den ohne Probleme ansehen. Klasse, nicht wahr? Mhm. Yes. Genau, und wie gesagt, ansonsten, wenn ihr Fragen habt, wir haben ja ganz viele Gäste, die auch auf Discord bei uns immer mal wieder live sind und natürlich unsere super coole Community, dann könnt ihr euch natürlich auch da einfach, den Link tue ich gleich nochmal in den Chat, könnt ihr euch da auch nochmal einfach anmelden, das verliere ich auch schon meine Sprache, und habt die Möglichkeit, mit uns 24/7 in Kontakt zu treten und einfach mal eure Sachen selbst vorzustellen, alles, was ihr habt und eure Fragen zu stellen und bin auch sehr gespannt. Wir kriegen ja täglich neue Member da. Das ist so cool. Haben auch gestern die 2000 geknackt, jetzt schon fast 2040. Mhm. Das geht ganz schnell. Genau, Link kriegt ihr von mir gleich in den Chat. Und ansonsten halte ich jetzt wieder die Klappe und lasse euch beide wieder reden, beziehungsweise dich, Max. Danke. Gab es denn noch irgendwelche Fragen? Ja, eine Frage von Loris kam eben noch. Und zwar... was machst du denn eigentlich, wenn du mal kein Motiv hast, beziehungsweise du nichts findest? Was sind da so deine Tipps? Ist noch nie vorgekommen. Gibt immer was. Gibt immer was. Nee, wenn, ich finde, es hilft auf jeden Fall, wenn man die Perspektive für sich so ein bisschen ändert. Wenn man hochgeht, wenn man runtergeht, also wirklich auf den Boden sich legt und schon hat man irgendwas. Selbst jetzt eine stellt euch vor, blaue Wiese, so ein Windows-Screen-Saver, also Windows-Wallpaper irgendwie, keine Ahnung. Grüne Wiese, blauer Himmel. Das wird relativ schnell langweilig. Aber wenn du halt runtergehst auf den Boden und dieses Gras als Vordergrund nutzt, irgendwie so eine tiefe Schärfe in das Bild reinbringst, damit machst du das Bild auf jeden Fall schon wesentlich interessanter. Vielleicht auch irgendwie so Blätter davor halten oder so. Auch ein guter Trick. Mache ich auch gerne. Ist halt so. Ja. Ne? Oder dieses... Das Rollen vom Blatt für Herbst, ne? Und dann schießt du dann quasi hier durch. Oh Gott. Ja, das ist so die ganzen klassischen Fotos. Oh, sorry.
Oh, das ist so 2016, Leute. Das kann ich gar nicht vorstellen. Hast du das gerade gesagt, Max? Und der Christoph, lassen wir das als letzte Frage für dich, Max. Der Christoph fragt, was machst du noch in Photoshop, wenn du nach Photoshop rübergehst? In Photoshop mache ich relativ kleine Detailarbeiten. Also wenn jetzt irgendwie was verzogen werden muss oder wenn irgendwelche groben Sachen da also weggemacht werden muss, das mag ich nicht irgendwie so in Lightroom zu machen. Das mache ich dann eher in Photoshop. Und natürlich die komplette Anpassung, wenn es jetzt irgendwie an den Kunden geht, also wenn das jetzt gedruckt werden soll oder sowas, da mache ich sehr, sehr viele Anpassungen. Ich habe früher viel, ich habe auch viel mit Models gearbeitet, viel Models geshootet für Magazine und habe da auch viel Hautretusche gemacht damals. Also ich habe sehr, sehr viel, viel mehr in Photoshop damals gemacht, als was ich jetzt mache. Jetzt sind es wirklich nur noch relativ kleine Details, die ich da rausarbeite. Super. Ich denke... Vielleicht noch eine Sache, weil die Frage kam. Vielleicht kannst du es nochmal, ich glaube, es wurde schon zum Teil beantwortet, aber dein Split-Screening, das Vorher-Nachher, kannst du das nochmal ganz kurz zeigen? Du nutzt wahrscheinlich C, oder was machst du? Y. Y nimmst du. Ach, Y war es. Bei mir okay. Ist steht ja, es steht ja im R-A-Y-Y. Ja. Ah, hier, guck mal, hier steht er sogar. Ja, genau. Und wenn du dann weiterklickst, ne? Genau. Got it. Nee, Frage kam nochmal. Ich dachte immer, es wäre C gewesen, weil damit kannst du das ja auch in irgendeiner Form Split-Screening machen, aber das ist wahrscheinlich eine andere Form davon. Ja, genau, das kenne ich halt nämlich. Also, guck mal, der Mond. Something new. Oh. Oh, hallo Mond. Episch. Ja. Vielen lieben Dank, lieber Max. Das war eine sehr, sehr aufschlussreiche Session. Ja. Das hat sich sehr cool angefühlt und auch sehr gut ausgesehen, sagen wir es so. Genau. Rufus, du wolltest auch was sagen? Nein, ich wollte eben sagen, das war eine tolle Woche. Ich denke, dass diese Livestreams vom Sofa mit Chan, Rufus und dir eine super coole Sache sind, besonders in diesen Zeiten. Und ich denke auch, dass dieses kurze Format ist auch für alle, die im Chat dabei sind, auch eine gute Sache, so eine kleine Pause im Tag, um inspiriert zu werden. Und ich freue mich schon auf nächste Woche. Und ich danke natürlich alle in der Community, im Chat. Ich danke dich, Max. Dir. Das muss man immer mein Deutsch korrigieren. Ja, ich danke dir, 200 Max, Sprachen. dass du heute dabei warst. Super spannend. Natürlich danke dir, Chan, dass du auch immer dabei bist. Und ganz letztens auch noch den Tim, der uns das alles erlaubt, so cool zu streamen, obwohl ich in Italien bin, Chan und Max in Berlin, Tim im Keller und das passiert alles so cool. Danke an alle. Ja, super cool. Ja, und wie gesagt, auch der Frank fragt noch UK. Wie gesagt, gestern habe ich ja erwähnt, dass ich am Montag anfange, auch Streams für UK zu machen, also auf Englisch mit UK-Künstlern und Designern und Fotografen. Das wird auf dem ganz normalen behance.net/live, also auf dem englischen Behance gehen. Und die erkennt man, weil ich ganz kitschig so eine kleine UK-Flagge auf die Thumbnail getan habe. Das tut mir weh, weil ich bin ja als Grafiker so eine kleine Flagge da rein zu tun, aber ich muss das machen, damit die Sachen irgendwie erkennbar sind, dass es UK-Content ist und das fängt am Montag an also deutsche Zeit ist das von 1 bis 2, ja. Also in einer Stunde, aber am Montag. Genau. Okay. Genießt das Wochenende, Freunde. Wir sehen uns am Montag und bleibt zu Hause, bleibt kreativ. Bin schon sehr gespannt, was wir die nächste Woche zusammen erreichen werden. Bis dann. Danke. Tschüss. Macht's gut.